Ach, ein... Nein. Willkommen zu Slenderhorn Slender 2. Ja, wir spielen das auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad auf Gamer. What would you do if you woke up in a place you have never seen before? Was ich tun würde, wenn ich einen solchen Platz, an dem ich noch nie war, sehen würde? Jetzt weiß ich nicht. Ich weiß, dass es eine Zeit her ist, dass ich Slender gespielt habe und ihm immer gesagt habe, spiel Slender 2, spiel Slender The Haunt. Und das, genau das, tue ich jetzt. Und drehe mir den Spielersound schön weit auf, um Slendy zu sehen, ja. Ja. Hallo Baum. Und hallo. Was bist du denn? Kann man hier eigentlich auch sprinten? Ich habe das noch gar nicht gespielt. Fear, somebody should be near. I got to find him and ask him... Ask him what? Ich weiß nicht, was ich ihn fragen sollte. Was liegt hier denn? Das hat echt beeindruckende Grafiken. Let's see what is on the other side of the gate. Okay, ja, was steht da? Project Haunt Facility. Are you all aware? Oh, wow. In was für ein Project bin ich denn jetzt hier reingeraten? Ja, ist okay, ich hab's gelesen. Tu's wieder weg. Tu's weg. Wie tu ich's weg? Ah, mit. Mit Tab. Irgendwas. Ach, ein. Nein! Slendy! Du bist schnell heute. Schneller als gedacht. Ich hab schon verloren. Ich bin aus der Übung, aber das ist kein Ding für mich. Doch, wir sind Gamer. Batteries, Map Markers, Medium Slender, Akro. All Slender ist aggressiv. Und extra Fotos. Was ich tun werde, wird dieses Mal schneller zu sein. Ja, ich bin hinterher mit Slender dort. Ich weiß gar nicht, seit Monaten schlagt ihr mir das vor und ich immer nur, nein. Ich warte auf Slender The Arrival von den Original-Slender-Machern ist das nämlich. Das wird auch jetzt early seit 2013 kommen, also jetzt irgendwann in der ersten Jahreshälfte zumindest, denke ich mal, wird es irgendwann erscheinen. Ich hoffe natürlich so früh wie möglich. Aber bis dahin spielen wir Haunt. Haunt. Und lesen das diesmal, ja, jetzt lesen wir es nur ganz kurz. Ist es nämlich... Sag nicht, dass du hier schon wieder bist, Slender. Die Grafik ist unglaublich genial im Vergleich zu den anderen Slender-Spielen. Foto. Ein Foto. Nee, das ist Foto Nummer 2. Ich muss immer E drücken, wenn ich irgendwas nehme. Ist hier irgendwas? Was machst du hier? Ist das eine Übersichtskarte? Vom Green Park. Wo war Slendy letztes Mal? Ich weiß es nicht. Hallo Auto. Wieso kann ich sie nicht mit dem Auto fahren? Nee, Auto läuft doch sogar. Slendy. Slendy. Nein, wir gehen weiter. Aber das war Foto 2. Wo ist denn Foto 1? Egal. Tür auf. Tür auf. Boah, shit. What was that? Achso, what was that? Die Schrift ist echt schwer zu lesen. Ein kleines Mädchen hat geschrien. Auch gar nicht so ungewöhnlich bei unserem Slendy. Die Frage ist überhaupt, wie viel ich überhaupt sprinten darf und so weiter. Denn das war in den anderen Slender-Spielen ja immer sehr begrenzt, auch wenn die von einem anderen Entwickler kamen. Slendy. Ist das dieselbe Map oder soll das dieselbe sein oder ist das hier was ganz Neues? Ich finde mich hier noch gar nicht so zurecht. Auf jeden Fall Green Park. Hallo, habt ihr irgendwas? Okay, wir brauchen wohl diese Übersichtskarten, um zu gucken, wo wir hingehen. Wir gehen erst zum Green Inn. Scheiße, wo kommen wir her? Wir kommen daher, wo der wohl nichts hingezeigt hat. Okay, merken. Schön auf dem Weg bleiben. Slendy. Das habe ich nämlich beim ersten Slender-Spiel gemerkt. Vor über einem halben Jahr. Verlasse niemals die Wege. Nein, niemals die Wege verlassen. Niemals. Ein weiterer Wegweiser. Slendy. Na du? Ein Foto habe ich schon, auch wenn es das Foto Nummer 2 war, was ein bisschen dumm ist, weil dann habe ich kein erstes Foto. Wir gehen in dieses Haus hinein. Hey, help, can you hear me? Ich habe nichts gehört, nur eine Textanzeige. Aber wenn das eine Falle ist, Slendy, dann warne ich dich. Das wird nicht gut aussehen. Gut ausgehen. Aussehen wird das auch nicht gut. Nein. Bloß, wie komme ich in das Haus rein? Wieso ist hier eine Treppe hoch, wenn ich hier gar nicht rein kann? Slendy. Das ist nicht schön. Lass mich hier rein. Springen kann man auch nicht. Wohin führt das denn?
Wohin führt das? Und wir haben Radiostörungen, Empfangsschwierigkeiten. Slendy, hast du etwas damit zu tun? Nein, 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 was ist los? Wo bist du? Wo bist du, Slendy, ha? Ha? Ah ja? Ah ja. Ah ja, Slendy, ah ja, ah ja. Du bist in dem Haus, ich weiß es, ich soll weg von hier. Aber ich gehe nicht weg. Nein, in dem Haus ist was. Ah! Was war das? Was war das? Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. This place feels creepy. Where's all the fund? Ja. Ich weiß nicht, wo die ganzen Sachen sind, die eigentlich hergehören. You found typewriter. Safe game. Haha. Slendy, hier kann man speichern. Und ich habe Batterien. Ach, meine Lampe geht irgendwann aus. Ha, Slendy, selbst wenn du mich bekommst. Ich habe gespeichert. Bitch. Ha. Finde mich nur. Slendy, ich habe eine Taschenlampe. Ach, Tür zu machen wie in Amnesia. Das ist also dein Ding. Aufgehen, Tür. Na? Slendy? Kannst du überhaupt dich durch dieses Haus hier durchbewegen? Oder ist das zu eng für dich? Weil du zu klein bist. Slendy, ich kann nichts sehen. Hör bloß auf, ich kann hier nicht mal rein in den Raum gehen. Weil es hier zu eng ist. Ah! Slendy! Was muss man hier alles sammeln? Die Türen gehen hier auf und zu von ganz alleine. Und ganz alleine. Von komplett ganz alleine. Aber das interessiert mich nicht, Slendy. Nein, ich werde ganz unbeirrt hier fortgehen. Vielleicht nochmal speichern. Save the game. Haha, was liegt hier denn noch? Ach, Lockout Key. Was, um mich selbst hier auszuschließen? Ja, ne, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Mach die Tür zu. Hallo, da warst du nur im Obergeschoss, Slendy. Ach, schöne Geräusche machst du. Schöne, schöne, schöne Geräusche. Ganz wundervoll ist das hier. Da liegen draußen Batterien auf dem Truck. Das habe ich gesehen. Die werde ich mir holen. Aber ich habe auch gar keine Anzeige, wie lange meine Leuchte überhaupt geht. Ich weiß es ja nicht. Slendy, Batterien. Ach, und ich kann hier nicht hochspringen. Das ist ungewohnt. Ungewohnt, Slendy! Ganz gut, Slendy, was willst du von mir? Vielleicht, dass ich von diesem Haus weggehe. Ich weiß ja nicht, was es hier überhaupt alles so gibt. Slendy, 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 Slendy. In welche Richtung gehen wir? Zum Chapelle? Wir haben hier eine Art Karte. Bis die zu lesen ist schwer. Die zu lesen ist schwer. Lauf! Hallo, du kleiner Slenderman. Slendy, 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 Slendy. Du wirst mich nicht bekommen. Nein. Nein, 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 nein. Aber interessante Geräusche machst du. So, beim Green Inn waren wir. Und haben sogar gespeichert. Und immer wieder diese interessanten Bäume, die hier die Straße ragen. So, zum Green Inn. Nein. Wir gehen zum Lookout Place. Zum Lookout Place? Was sollen wir denn da outlooken? Ich weiß nicht, was wir outlooken sollen. Aber wir werden es schon noch sehen. Ist das der Weg? Ich hoffe, es ist der Weg, denn ich möchte nicht vom Weg abkommen. Slendy. Nein. Nein, Slendy. Du Süßer, ne? Nein. Vielleicht ist er sogar beim Haus geblieben. Vielleicht ist er beim Haus geblieben. Ich kann sogar die Lampe ausmachen. Ach, da kommt direkt der Donner. Ah. Kein Ding für einen King. Ah, nein. Nein, nein, nein. Einfach hier den Weg weitergehen. Und dann, was war da hinten? Ist der Weg hier mal zu Ende? Oh, zwei Richtungen. Da benutzen wir doch direkt mal die Lampe. Green Inn und Chapelle. Chanel oder was? Chapelle. Chapelle. Zum Lookout müssen wir dahin, aber da kommen wir doch her. Das haben wir dann irgendwie verpasst. Egal, wir laufen hier hin. Es sieht auch eh alles gleich aus. Wir schaffen das sogar ohne Lampe. Ohne Lampe. Und mit unendlich Sprinten. Aber er atmet schwer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn er schwer atmet. Gut mit Sicherheit nicht. Aber ob es irgendwelche Nachteile mit sich bringt, ist vielleicht noch die Frage.
die Frage. Und keine wirklichen Sterne am Himmel. Nein, 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 Slendy. Du bleibst schön, wo du bist, und ich halte ein bisschen Ausschau nach irgendwelchen markanten Plätzen, an denen etwas sein könnte. Oh, eine Laterne. Slendy, ich brauch gar kein Licht. Du bleibst an. Verstanden. Da hinten noch ein Licht. Ah, Slendy! Haha! Lass mich in Ruhe! Was willst du denn jetzt bei mir? Was ist das denn? Eine Voldemort-Statue. Oder was? Guess you won't help me this time. Natürlich helfe ich dir. Ich helfe dir. Nur noch 10 Scrapes. Ha, nur noch 10 von, weißt du? Weiß ich nicht. War da noch eine? War da noch eine? Nein, es ist nur das Licht. Slendy, du bleibst, wo du bist. Du bleibst, wo du bist. Alles wird gut, ey. Ich mach auch Licht aus. Ich mach auch das Licht aus, aber du bleibst, wo du bist. Das ist nur unser kleines Abkommen hier, ja? Okay. Unser kleines Abkommen. Was zum Chatel hier? Geht's hier gar nicht mehr weiter? Nur noch eine große offene Fläche. Nur noch eine große offene Fläche. Ein. Uah, nein, lauf, lauf, lauf. Was? Denn Slendy, ist das hier Niemandsland, wo ich nicht hin soll? Deiner Ansicht nach vielleicht, aber ich gehe dahin, wo es mir beliebt. Ganz egal, was du sagst. Denn das interessiert mich nicht. Slendy, Slendy, Slendy. Hey. Aber ich glaube, er gönnt sich mal wieder eine kleine Pause. Und das ist auch die Pause für unsere Batterie, für unsere Taschenlampe. Wo wir ja gar keine Anzeige haben. Zumindest sehe ich hier keine. Die uns irgendwie zeigen würde, ist das ein riesiges Gebäude oder wie? Ich traue mich nicht hier durch den... Ich traue mich nicht da so hoch zu gehen. Ah! Slendy! Ah! Slendy! Was? Er kommt näher, wenn wir keine Taschenlampe anhaben. Hier ist Licht. Hier traust du dich nicht hin. Slendy! Ich sehe doch nicht Slendy. Slendy, du bleibst, wo du bist. Tür auf. Locked. Scheiße, ich hab doch einen Key, Mann. Aber nicht hierfür anscheinend. Scheiße. Ich brauch einen Weg außen rum. Fuck. Slendy. Da ist Slendy. Slendy, die Tür ist auch für dich. Du hast auch keinen Key. Slendy. Du brauchst auch einen Key. Du brauchst einen Key, verdammt. Cheater. Hahaha, Slendy. Denkst du wohl, ist das jetzt hier so eine Riesenkirche, oder? Und wir laufen außen rum, weil wir keinen Key haben und nicht reinkommen. Aber etwas verbirgt sich dort, was wir haben wollen, was ich haben möchte. Was ich auf jeden Fall haben möchte. Und die Taschenlampe sollte ausbleiben. Wer weiß, wie lange wir noch Batterien haben, Slendy? Aber du kommst näher ohne Licht, ich weiß. Ich weiß, aber das Risiko muss ich eingehen. Da vorne rechts kommt doch noch ein neues Haus. Oder ist das wieder nur so eine Fata Morgana? Slendy! Slendy, nein! Oh, lauf doch schneller, Slendy! Ja, lauf doch! Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende, Slendy. Ich komme dir wieder entgegen. Und das wird nicht das Ende sein, nein. Du bist jetzt weggegangen. Slendy, ich sehe dich nicht. Slendy, lauf doch. Warum? Ich dachte, du hast dich wegteleportiert. Kannst du dich hier nicht teleportieren? Er versperrt den Weg. Dann nehmen wir einen anderen. Slendy, das stellt gar kein Problem für mich dar. Ein kleiner Umweg durch die Natur. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Mache ich immer wieder gerne. Nur für dich. Slendy. Ja, da kommst du nicht lang. Hast du Angst vor den großen Gräsern hier? Nein, da kann man nicht mal eben so durchlaufen, das stimmt. Das möchte ich gar nicht bezweifeln. Nein, das bezweifle ich nicht. Bezweifle nur, dass lange meine Batterien noch halten werden. Und jetzt sind wir irgendwie wieder im Wald. Ich dachte, das war irgendein Gebäude hier.
In welche Richtung gehen wir denn? In welche Richtung gehen wir? In welche Richtung gehen wir? Durch dieses Tor? Ist das das Tor, was wir ganz am Anfang mal aufgemacht haben? Nein, da müsste hier direkt ein Wagen stehen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Aber ich glaube es nicht. Slendy, warst du schon mal hier? Kannst du mir helfen? Wie kommen wir hier rein? Kann man hier durch? Kann man hier durch? Ich stecke im Baum fest. Das ist nicht gut. Slendy, kommst du? Oder kommst du nicht? Ach, hier kann man vorbei. What the fuck? A bunker in a place like this? Ja. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das hier für ein Platz ist, aber am Anfang stand ja auch, dass wir hier an einem Platz sind. Oder es wurde zumindest angedeutet, dass wir an einem Platz sind, von dem wir nicht wissen, wie wir hergekommen sind. Und auch keine Ahnung haben, was das für ein Platz ist. Ach. Geräusche von einer Person, die sich bewegt? Um mich zu verunsichern? Slendy, nein, 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 nein. Eine Schreibmaschine. Speichern, speichern, speichern. Saved game? Kurvernast. Was steht da unten? Kurvernast die Turbune? Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Polnisch oder Russisch oder. Polnisch wahrscheinlich. Slendy, hier wird doch noch mehr sein, wenn man hier speichern kann. Ach, du bist hier. Ha! Das hätte ich mir jetzt ja nur träumen können, Slendy. Und was ist. Was ist hier unten? Ach, du bist hier unten. Bist du immer hier unten? Hier ganz unten. Interessant. Ich resume einfach. Und bin genau wieder dort, wo ich aufgehört habe. Ja. Genau dort. Slendy. Slendy. Wieder deine Geräusche, was mich mal interessieren würde, ob du immer hier unten bist. Und man deswegen gar nicht erst dorthin gehen darf. Ach, das sind meine Geräusche, die sich bewegen. Das bist nicht mal du. Ja, es wird immer stärker, wenn man hier ist. Nein, 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 Slendy. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Dachtest du wohl. Da bist du. Du bist gar nicht unten, Slendy. Aber Slendy, wenn du nicht unten bist, warum darf ich da nicht nach unten, Slendy? Slendy, 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 Slendy. Slendy, du bist nicht hier, du bist nicht hier, du bist nicht hier, du bist nicht hier. Ganz langsam. Gehen wir nach unten. Slendy, was wird uns dort unten erwarten? Das erinnert mich an Fibrillation. Ich weiß nicht, wer von euch mein Fibrillation-Video gesehen hat. Dass dieser Gang, der nach unten ging, an dessen Ende ein Totenkopf hochkam. Mit dem Schreck meines Lebens. Also das war das Krasseste eigentlich. Gebracht hat. Was? Ein Foto. Ein Foto, ich muss aufmerksamer sein. Foto Nummer 4. Slendy, wartest du dort oben? Das wäre aber gar nicht nett von dir. Das wäre aber überhaupt nicht nett von dir. Aber das... Nein, das sieht dir doch nicht ähnlich. Einfach dort oben zu warten. Lass mich einfach nach oben gehen. Slendy, was soll ich machen, Slendy? Ich muss hier raus. Ich kann nicht zurücklaufen, Slendy. Slendy, Slendy. Slendy, 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 Slendy. Hey, wir können einen Deal treffen. Ich laufe zur Schreibmaschine und speichere und dann ist wieder gut. Slendy. Slendy. Hey, hey. Du kommst nicht näher, solange ich dorthin leuchte, Slendy. Du kommst nicht näher. Du verziehst dich, Slendy. Verzieh dich, Slendy. Ich leuchte dich an. Na, na. Gehst jetzt rückwärts? Nein, Slendy. Okay. Okay, Slendy. Du hast gewonnen. Ich gebe es auf. Slendy, du hast gewonnen. Für dieses Mal. Das war's Haunt. Oder das war's mit Haunt. Haunt-slendergame.com. Der Link ist auch in der Beschreibung. Ist kostenlos zum selber spielen für euch. Ob ich das nochmal mache, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt wieder richtig Lust auf Slender The Arrival von den Originalentwicklern, das early 2013 erscheinen soll. Also wer weiß, es sollte jetzt demnächst in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen. Und das wird sogar eine richtige Story beinhalten. Das werde ich spielen. Das Spiel hier hat eine geile Grafik für Slender. Aber ist ein bisschen krass unübersichtlich und ich weiß nicht genau, was ich machen musste. Oder wo überall noch 20.000 Fotos sein sollen. Da weiß ich nicht genau, ob ich das nochmal spielen soll, aber auf jeden Fall klatscht den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.
Und gebt mir einen Kommentar, ob ich wieder mehr Horror machen soll. Das hat ja ein bisschen in letzter Zeit hier auf dem Kanal nachgelassen, aber ich glaube doch, das sollte ich mal wieder machen. Das war's von mir. Gute Nacht, Leute. Ciao.